So, bringe ich einen Einklang. Mit deinem komischen Teil da. So, euch geht's gut. Und wir haben das dämliche Amulett für den Typen. Wir müssen auch nochmal in den Kronsaal und würden beim Kronsaal müssen wir noch an den Podest gehen. Aber erstmal muss ich schauen, kann ich nicht bei euch lagern? Good to see you, deputies. Ja, da. Ich brauche eine lange Rast. Alle Zaubersprüche sind aufgebraucht. Also nicht alle, aber viele. Ach, du kannst mit dem Zauber dich unsichtbar machen. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich direkt in den Kampf komme durch das Schnellreisen. Ach, da sind Feuerelementare und sowas. Warum ist das ein Raum voller Feuerwesen? Wait till the next one. Okay, aber es scheint gegen Stichschaden nicht immun zu sein. Schießt du gerade Feuerpfeile? Ich habe da umgeschaltet auf die normalen. Was seid ihr? Feuerheinzelmännchen. Schön und gut mit den Tentakeln. Aber es hält ja auch nur so lange, wie ich die Konzentration halte. Drück auf Reset und dann lasse dir die Zahlen auszahlen. Hä? Was? Ach so. Ah ne, ich kann doch, indem ich den Overlayer benutze. Dann bin ich nämlich bei 1.006.361 gerade. Könnte so stark sein, wenn ich nicht so ein Knauser wäre.
ist ja nicht so, dass es bei den Händlern in der Stadt schon das eine oder andere, den einen oder anderen guten Gegenstand gibt, womit man die ausstatten könnte. So, Wuchtschaden scheint in Ordnung zu sein. No quarter given. Ah! 25 Schaden. So, du brennst ein bisschen. Mach mal den Rückschritt. You'll die like the rest. Und dahinter, kann ich dich nicht rollen lassen auf dem Boden, damit du nicht weiter brennst? Das wäre irgendwie sinnvoll. Tentakel Power. Damit kann ich nur die Kleinen festhalten. Wenn sie nicht Rettungswürfe machen. Das sieht doch erstmal ganz gut aus. Und der ist, glaube ich, ein zu hoch. That's battle. Hau alles raus. Hauptsache tot. Passt. Ja, schütz dich mal selbst, bitte. Auch wenn nur noch mehr Angriffe kommen. No quarter given. Er ist ja fast nur das Kleinzeug. Ziel auf das Ding da oben. Oh nein. Natürlich bist du gegen Feuer immun. Wäre ja auch komisch, wenn es anders wäre. Whoa! You suck. Yeah. Na komm, zeig, was du drauf hast.
now! Die Feuerelementare waren jetzt leichter als die Luftelementare, weil man konnte wenigstens sich vernünftig hinstellen. Bei den Luftelementaren stand man ja so kacke. Dass sie von allen Seiten angreifen konnten. Für nächste Runde. Wenn wir es überhaupt noch brauchen. Weil du wirkst jetzt nochmal. Soll ich mal Kältestrahl gucken? Natürlich ist es eine Schwäche wahrscheinlich vom Feuer. Und es macht wirklich viel Schaden, hätte ich gedacht. Vor allem, weil es eine Trickserei ist ja nur. 22 Schaden behindert und nochmal 14 Schaden drauf, weil doppelter Schaden. Stell dich nicht so an, du brennst nur. Ach, da gibt es eine Aktion Löschen. Konzentration weg. Damit Tentakel verschwinden. Noch mehr Magnesium. So, dann schreibt mal alles auf. Questtafel zurückkehren. Questtafel zurückkehren, kehrt zur imperialen Außenposten zurück, empfohlene Stufe 6. Dann können wir das Gebiet wieder verlassen. Übrigens machen wir gerade letzte Aufnahme für heute, würde ich mal so sagen. Obwohl theoretisch. Nee. Sollte auch mal wieder ein bisschen früher mal ins Bett kommen. Wenn wir Samstag länger machen, nachdem Fußball war und wir alle demotiviert sind, weil Deutschland gewonnen oder verloren hat, sind wir was anderes. Da sind die Ruinen des imperialen Außenposten. Entspannte 6 Tage. Wir werden von Berserkerbrüdern überrascht. Ich bin ein Berserkerbruder. Ich auch. Und jetzt machen wir eure Schädelmus. Das heißt, wir müssen ihr Hinterstübchen kleiner schlagen. Was ist das? Angriff von Ubisoft? Ach, schön, dass die Klone sind. Sieht aus, wenn der Feuerpfeile schießt, aber es sollten die normalen Pfeile sein. Aber es sieht manchmal einfach so aus. A modest success. Richtig, und jetzt hau ab. Da weht ihr Cape. Hui. Oh mein Gott. Da wir übrigens auf der Reise noch nicht gerastet haben, sind meine ganzen Zauber verbraucht. Muss ich die so runterkloppen. Ah!
No quarter given. Keine Gnade ist gegeben, hat er überhaupt nicht gesagt. No quarter given. Also gesehen keine Münze drauf gegeben. Aber es ist eine sinngemäße Übersetzung, die besser passt. Der Chat ist tot. Unterhaltet mich doch ein bisschen. Erzählt mir von eurem Leben als gemeinem Volk. You can't win. Ich interessiere mich für meine Untertanen. Bevor ich das getan habe, hast du gesagt, ich habe getrunken. Ja, das war halt das Naheliegendste. Pöbel arbeitet, säuft und schläft nur. Ja, und poppt nur eigentlich. Um neue Soldaten für die imperiale Armee zu zeugen. Eigentlich schrecke ich dieses Konstrukt des Menschen. Es dauert viel zu lange, um neue zu produzieren. Oh, dann so lange. Bin seit 10 arbeitslos. Ach, du meinst seit 10 Uhr gestern? Entweder verstehe ich es falsch oder es tut mir leid. Du hast mich nur 5-mal gefragt, in 3 Jahren, wie es mir geht. Ja, weil ich kein Smalltalk-Typ bin. Und weil ich ja sehe, wie es Leuten geht. Das ist meine Superkraft. Das ist meine Power-Empathie. Empathie. Empathie kommt! Ich spüre, wie es euch geht. Nee, doch, nee, ich hab nur Durchfall. Was? Seit 10... Was? Seit 10 Jahren Arbeit suchen? Das ist aber ja, kann ich sagen, ist das so schlimm? Das ist schlimm. Kann man dich... Da muss ich eigentlich fragen, kann man dir irgendwie helfen? Und nicht umgedreht, wie das immer hier so läuft. Support, Support, Support. Nee, schon gut, ja. Jetzt hatte ich viele Fragen wieder. Würde aber den Rahmen sprengen und ich würde auch jemanden jetzt nicht so in die Enge treiben bei sowas. Also es ist jetzt keine schlimmen Fragen, aber man stellt sich dann so immer, ne? 10 Jahre dann irgendwie nicht... keine beruflichen Tätigkeit nachgehen, ist dann irgendwie schon ein bisschen komisch. Leute sagen ja auch, dass was ich mache, ist keine berufliche Tätigkeit, aber es sind halt schon berufliche Tätigkeiten drin, außer zu spielen. Ach, mach ruhig. Ach, nee. Ich glaube, mir fehlt da heute auch... Ich bin im Moment sehr melancholisch. Nachher erzählst du mir irgendwas, weshalb ich dann traurig bin. Also nicht melancholisch, sondern ich bin zurzeit sehr emotional.
Reist ruhig weiter. Ein Imperator, der emotional ist, wie geht das? Einfach so. Meine Neuronen sind schlecht drauf. Wenn ich den richtigen Track jetzt auf meinem Handy anmache, muss ich davon weinen. Einfach nur so. Gerade aufgewacht, habe ich was verpasst. Alles. Wir haben Drachen getroffen, wir haben Riesen bekämpft. Wir haben... Also, wir haben die einzige sexuelle Romanze im gesamten Spiel freigespielt, die sich auch auf keinen Fall wiederholen lässt und die ich nicht auf YouTube zeigen kann, weil einfach nur so viel nackte Haut drin war. Es waren einfach so viele Menschen auf einmal beteiligt an dieser Sexszene. Das habe ich noch nie erlebt in dem Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass die hier so weit gehen in dem Titel. Oh je. Mein Handy sagt, Zeit zu schlafen. Dafür ist man ausgezogen bei den Eltern früher, damit das Handy bestimmt, wann man ins Bett geht. Hau alles raus, es sind billige Banditen. I'm unbeatable. Sie haben uns angegriffen, sie haben es nicht verdient, weiter auf dieser Erde zu weilen, zu laufen, zu leben. You'll die like the rest. Habe gerade ein Baby Bell mit Portugal-Flasche gegessen. Ist das jetzt ein schlechtes Omen? Ja. Jetzt musst du zwei Baby Bell essen mit Deutschlandflagge. Ja, Baby Bell. Bad luck. Da produziere ich direkt Speichel im Mund, weil ich mich damals so überfressen habe an denen und deshalb die nicht mehr essen kann. Keep 'em coming. Ach, warum sieht das aus wie Feuerpfeile? Der hat ja jetzt den Lichtbringer-Langbogen. Deshalb macht er ja zusätzlich Gleißenschaden, deshalb ist der Schuss natürlich hell. Beziehungsweise sieht so aus. Ich weiß, ich stehe zu nah dran. Man kann es ja trotzdem versuchen. Perhaps. You should have fled. Wir treffen mit einer 9. Da muss nicht nochmal. Den Schaden machst du auch so. More. Das Wissen über Schläger erhöht. Theoretisch haben die eine schwere Armbrust, aber alle haben mich im Nahkampf angegriffen. Eine Drachenrose, Binnengiftdrüse, alles mögliche kam für Herstellen von Pfeilen. Von Giftpfeilen oder Giften.
Okay, ich suche zwei Deutsche, um für ein 2:1 zu sorgen. Wird wohl nur ein 1:1. Du musst einfach alle Babybells essen, die du findest. Überall. Ich habe bis 25 gearbeitet, habe jeden scheiß Job angenommen, um nicht arbeitslos zu sein, und irgendwann bin ich durchgedreht und von da an eine psychische Behandlung nach der anderen. Und jetzt lebe ich zurückgezogen als Misanthrop und bin glücklicher, als ich noch gearbeitet habe. Kannst du eigentlich auch alles verkaufen, was du in diesem Spiel plünderst? Ja. Das mit der Geschichte. Aber ich stelle mir es halt schwierig vor, wenn man vorher jeden Job angenommen hat. Natürlich, man soll ja auch irgendwo Spaß an dem haben, was man hat. Jeder Job, also es gibt, glaube ich, nicht den perfekten Job, der nur Spaß macht. Das gibt es nicht. Das ist unrealistisch. Auch ich habe einige Züge, die ich machen muss hier, die ich nicht immer so dolle finde. Nur ich stelle mir das immer schwierig vor, weil du hast ja nur ein gewisses Kontingent an Kapital, wenn du, sag ich mal, nicht aktiv arbeitest. Das soll jetzt keine Kritik sein, aber man will sich ja auch mal was gönnen können. Weißt du, was ich meine? Nicht, dass ich mir großartig was gönnen kann zwischendurch. Das meiste sind hier Arbeitsausgaben. Ich lebe das Leben, was meine Eltern auch immer hatten. Sobald Geld reinkommt, ist es auch schon wieder weg. Für irgendwas. Und wenn ich es bis zum Ende meines Lebens schaffe, dann könnte ich vielleicht noch eine halbwegs gute Rente haben mit Zusatzinvestitionen in Rente und sowas. Versteht mich nicht falsch, ich habe meine Lehre und jeden Scheiß gemacht, den man von mir erwartet. Nee, es geht ja nicht darum, dass du nicht das gemacht haben sollst, was du tun solltest. Wenn du finanziell gut versorgt bist, ist es doch gut, wenn alles so klappt, wie es ist. Dann ist doch alles cool. Oh, Moment. Er ist in Arkan Zorn. Oh nein, wir haben unseren Zwerg vergessen. Ich wundere mich manchmal über Freunde, die weniger Geld zur Verfügung haben und sich trotzdem viel mehr leisten als ich. Das wird wahrscheinlich ein bisschen damit sein. Oh, guck mal. Warum habe ich denn so viel Schulden? Ich durfte mal jemanden kennenlernen, der sechsstellig verschuldet war. Aber nicht mit Haus oder sonst irgendwas, sondern einfach mit so ganz vielen Mikrokrediten, um sich, sag ich mal, ein cooles Auto zu kaufen. Was muss man ja haben, um was zu sein in der Welt? Oder, ne, man muss zu Hause einen eigenen Raum haben mit einer 5000-Euro-Sonnenbank. Man muss ja auch immer in den fettesten Urlaub fahren und solche Geschichten. Da hat es wirklich geschafft, sag ich mal, später irgendwie bei 480.000 Schulden zu sein. Wie auch immer man es schafft, so viele Kredite aufzunehmen. Und man hat nichts. Man muss sich vorstellen, man ist so hoch verschuldet, man hat eigentlich nichts.
Man wohnt irgendwo in der Mietwohnung trotzdem. Also ich hab's nicht, also ich hab's, letztendlich kann auch sein, natürlich sein, dass er nicht so hoch verschuldet ist, wie er das selbst erzählt hat, aber ich hab's nicht verstanden, wie man das schafft. Ich war auch mal verschuldet. Da meine Eltern mir rausgeholfen, also sag ich mal durch, steuerliche Geschichten, Krankenkassengeschichten, aber das war halt nicht, da ist man halt mal fünfstellig verschuldet. Hab meinen Eltern auch schon großen Teil zurückgezahlt, weil ich hasse es, Schulden zu haben, mache auch ganz ungern Schulden. Hätte es auch anders lösen können, also wenn meine Eltern nicht gesagt hätten, okay, wir sind eigentlich ganz passable Rentner, denen es jetzt nicht so schlecht geht, dann können wir dich da finanziell mal eben kurz unterstützen. No. Da hätte ich auch andersweitig, sag ich mal, über einen Kredit bei der Bank mit Beratung und so weiter, hätte ich das auch kitten können. Und dann halt darüber, sag ich mal, ratentechnisch irgendwelche Sachen abbezahlen. You like that? Ja, wie Leute, sag ich mal, so weit kommen, dass sie irgendwie Privatinsolvenz werden und so weiter. Obwohl, ich kann das verstehen, wenn Leute wirklich sehr krank werden, gibt's ja auch, und dann verlierst du Arbeit, Job und so weiter und hast irgend... Obwohl, dann hast du ja vorher schon über den... Es ist echt schwierig, schwieriges Thema. You'll die like the rest. Next time, I swear. Ja, Schulden sind auch nicht das Schlimme. Aber ich finde halt generell das Konzept von Ratenzahlung, Schulden machen und so weiter, ist ja eine Voraus-, also an sich ein Abtragen von zukünftiger Kaufkraft vom Endkunden. Come on! Und das finde ich halt, eigentlich ist das wirtschaftlich gesehen ein diffuses Konstrukt. Weil du hast eigentlich als Firma nichts gewonnen. Der Kunde hat gewonnen, dass er nicht auf sein Produkt warten muss. Weil manchmal kommt ja was, was unerwartet kommt. Da wusste man nur gar nicht, dass man das braucht, bevor man es überhaupt gesehen hat. So. Kein Weg zum Zielort. Doch, gibt es bestimmt. Ich bring dich mal zum Fliegen. Oh mein Gott, ich bin ein fliegender Dieb. Aber ja, das Problem ist, glaube ich, auch, du kommst halt irgendwie, ne, das Auto war gerade noch günstig, aber irgendwie, dann bricht einem sowas plötzlich das Genick, weil man irgendwie die aus der Stelle rausfliegt oder sonst irgendwas.
Wie kann man Old RPGs mögen, aber Rundenkämpfe nicht mögen? Also viele der Old RPGs sind ja in Rundenkampf oder im Stop-and-Go-Kampf gewesen. Aber man kann versichern, Rundenkampf ist hier wirkt nicht so statisch und langsam, wie es in anderen Titeln passiert. Sag ich. Um mal der Ratte im Chat zu sagen, wie ich das Spiel finde. Wenn man aber Pen and Paper ähnliche Spielkonstrukte mag, ist das sehr gut. Aber wegen der Geschichte würde man es nicht spielen. Weil die Geschichte ist nicht die beste. Sie ist okay. Es geht eher um die taktischen Kämpfe hier drin. Und so ein bisschen Gruppe ausrüsten und Sachen finden. Obwohl Loot ist bei Dungeons & Dragons, wurde mir jetzt schon häufiger gesagt, nicht so der im Vordermerk. Es wird da nicht so viel gelootet. Aber mir gefällt das von hier, von den Tabletop-Elementen, beziehungsweise nicht Tabletop, sondern von den Pen-and-Paper-Elementen, gefällt mir das hier besser als in Baldur's Gate 3. Obwohl es noch fies ist, weil Baldur's Gate 3 muss ja, sag ich mal, noch fertig werden. Die Demo von War Tales da gestern, ja, die ist auch gut, aber es ist halt eigentlich, War Tales ist wie Battle Brothers. Wo ich wirklich so ein bisschen sagen muss, es ist schöner als Battle Brothers, kopiert aber Battle Brothers an vielen Stellen. Und es fehlt eigentlich noch in der Demo der Charme von unterschiedlichen Kreaturen oder anderen Gegnern. Es ist halt noch ein bisschen wenig. Aber muss man mal gucken. Ja, aber die ersten Baldur's Gate-Teile sind doch Stop and Go. Also Stop and Go meine ich halt Pause-Funktionskämpfe. Du kannst halt pausieren, machen und wieder in Echtzeit ablaufen lassen. Hallo Siedlung, ich begrüße euch. Hattet ihr eigentlich einen Händler? Ja. Aber nur einen zum Quatschen. What do you sell? Lass mich deine Waren sehen. Ich bin gar nicht so gezwungen, viele Sachen zu verkaufen. Weil kann ja eh so viel Gewicht tragen. Wegen dem Schreiben hier, den wir bekommen hatten, von der Plündermeisterin. Aber wir machen erstmal den Break.